Ja, also ob Bestrahlung gleich Bestrahlung ist, dann muss man erstmal sagen, nein. Also die meisten Strahlentherapien funktionieren mit sogenannten ultraharten Röntgenstrahlen, diese Photonen. Und was immer zu viel Verwirrung führt, ist, es gibt auch die Protonen. Das ist aber was, was ganz, ganz selten eingesetzt wird und was nur in ganz wenigen Zentren gemacht wird. Und dann gibt es noch die Elektronen. Das sind, denke ich, so die drei wichtigsten Strahlenarten. Fast alles ist Photonen, also ultraharte Röntgenstrahlen. Manchmal machen wir die Protonen, vor allem bei bestimmten Sarkomen im Schädelbasisbereich oder bei Kindern. Das sind dann so wirklich ultraspezialisierte Zentren auf Schädelbasistumore oder so Chondrosarkome wäre so ein klassisches Beispiel. Chondrosarkome der Schädelbasis würden mit Protonen behandelt werden. Und Elektronen, das ist was, was in vielen Zentren zur Verfügung steht, was aber auch nicht so häufig eingesetzt wird. Das ist etwas, was wir gerne benutzen für sehr oberflächliche Tumoren, weil man kann gut die Oberfläche des Körpers damit bestrahlen und die Strahlung tritt nicht so tief in den Körper ein. Alles andere sind eigentlich Photonenfälle, ultraharte Röntgenstrahlenfälle.